Der sieht mal ein bisschen verdächtig aus hier. Fahren Sie mal rechts ran. Rechts anfahren. Hey, hört ab. Kollege Fritz, steig ein. Ich hab gesagt, anhalten. So, Sirene haben wir extra drin gelassen. So, stopp. Hey, stehen bleiben. Alter. Was stimmt denn mit diesem Radlfahrer nicht? Jetzt weißt du schon, warum ich sie jetzt mal zusammenfahre. Fritz. Fritz schläft schon. Du musst ein bisschen schneller einsteigen, sonst verlieren wir den Radfahrer. Das ist aber halblang hier. Runter von dem Fahrrad. Runter von dem Fahrrad. Hände hoch. Wird's bald. Das gibt's doch nicht. Unglaublich. So, sie sind halt mal vorläufig festgenommen, weil sie hier nicht angehalten haben. So, damit er nicht weglaufen kann, wird er erstmal festgenommen. Dann schauen wir mal, wer das ist überhaupt. Andrew Taylor, sein Name. Fritz, hast du Bock, zum den bisschen abzutasten? Ja, kein Problem. Gut, Fritz übernimmt das. Jetzt schauen wir mal das Fahrrad an. Ich finde mal hier noch was zwischen den Speichen und dem Rahmen. Munition hat er dabei. Ah Gott, was macht er denn mit Munition? Hat Fritz auch schon was gefunden? Und Marihuana-Pflanze und einen Abschiedsbrief. Ich glaube, wir schauen mal seine Akte rein. Vielleicht finden wir da noch was Verdächtiges. Er ist 23 Jahre alt, hat ein sehr geiles Foto mit einer Brille hier vom Fahrradfahren. Er ist ein bisschen ohne Führerschein gefahren. Und mit dem Parken hat das nicht so, und mit dem Schnell zu fahren. Mit dem Schnellfahren hat das auch nicht so. Sie werden erstmal abgeholt vom Kollegen oder. Nein. Wir nehmen ihn mit. In der Zwischenzeit können Sie uns begleiten bei der Polizeistreife. Können Sie hinten mal Platz nehmen. Setzen Sie sich bitte mal hinten rein hier, der Herr. Und bleiben Sie ganz cool, bis wir Sie dann wieder abladen. Das Fahrrad stellen wir dabei da hinten hin. Das sieht nicht teuer aus. Ups, ah Gott. Schon lange nicht mehr Fahrrad gefahren. Erstmal das Fahrrad beschädigt. Aber das, ja, so steht's gut. So klaut's keiner. Gut, Fritz, komm. Wir fahren weiter. Immer diese dämlichen Radlfahrer. Wir fahren noch weiter hoch zum, auf den Berg. Da fährt ein Sportwagen auf dem Berg rum. Sehr verdächtig und er fährt auch sehr schnell. Ich glaube, den versuchen wir mal aufzuhalten hier. Stehen bleiben. Alter, der macht so alles kaputt mit seinem Sportwagen hier. Oh Gott, da weiß was passiert. Zum Glück hat der VW gute Bremsen. Oh. Okay, mit dem Bauen habe ich es nicht so. Warum ist der Sportwagen so gut? Ah, nein, er ist nicht so gut. Er hat gerade einen Unfall gebaut. Dame, bleiben Sie stehen. Ups, da hätte sie fast zusammengefahren. Stehen bleiben. Hier geht es nirgends hin. Sie sind in den Bergen. Sie werden sich nur wehtun. Stehen bleiben. Bleiben Sie stehen. Hallo. Junges Mädchen. Bleiben Sie stehen. Laufen Sie nicht durch den Wald. Da holt sie noch der Fuchs und der Bär. Die Vorarlberger Schwarzbären werden sie auffressen. Bleiben Sie doch mal stehen. Das gibt's doch gar nicht. So, jetzt aber. Jetzt ist es soweit. Mit dem Flipflops wollte sie hier eine Wanderung machen. So, sie werden erstmal vorläufig festgenommen, weil sie hier mit einem Sportwagen herumgerast sind in den Bergen, in den Alpen. Und Alkohol hat sie, glaube ich, auch noch gehabt. Das werden wir dann gleich checken. Wir werden wieder zurückrennen. So, Fritz, komm. Wir laufen wieder zurück. Oh, eine Hasi ist auch schon da. So, wo sind wir hergekommen? Ich weiß schon gar nicht mehr. Oh Gott. Hier muss ich irgendwo hochgehen. So schafft man das. Irgendwo hier. Über dem Hügel, ja genau. Da steht das Unfallfahrzeug und auch das Polizeifahrzeug. Ich würde sagen, Sie bleiben erstmal hier. Ich habe gar gesehen, ich habe meine Nummertafel verloren. Auch nicht schlecht. So, jetzt muss man noch schauen, ist hier noch eine verletzte Person drin? Hallo? Kann man hier irgendwie runterschauen? Ich werde mal das Fahrzeug durchsuchen. Hey Fritz, bleib doch bei der Frau. Die haut sonst wieder ab. Da haben wir einige Kabel dabei. Ein paar leere Bierdosen. Die hat sie wahrscheinlich geäxt. Und eine Munitionskiste. Das mit dem Alkohol, das hat sie uns ja schon angezeigt hier. Vielleicht würde ich sagen, wir lassen das Ding mal abschleppen. Abschlepper. Oh, Abschlepper ist schon da. Ging aber schnell hier.
schnell gespawnt. Bin gespannt, wie der da wieder weiterkommen soll. Ja, sieht gut aus. Er fährt mal weiter hoch. So, nun zu der Dame hier. Das sieht ja sowieso übelst aus hier. So, jetzt machen wir erstmal einen Alkoholtest. Kollege, mach das mal. Ich check mal die Daten. Mal schauen, wem das Fahrzeug gehört hat. Halter, da gibt es sogar eine Diebstahlmeldung. Der Halter ist Vanessa Starr. Okay, das ist schon mal nicht die Frau. Das heißt, sie hat das Auto geklaut und sie hat einen sehr hohen Alkoholwert. Also, sie hätte nicht mehr fahren dürfen. Mal schauen, wer sie ist. Megan Blue. Okay. Also Megan Blue, müssen wir auch nochmal im Computer schauen. Was hat die schon alles gemacht hier in ihrem Leben? Noch gar nichts. Jetzt müssen wir mal fragen, warum hat sie das Auto geklaut? Was machen sie denn hier? Erdproben sammeln? Okay. Na gut, dann haben wir schon eine zweite, die wir hier einsperren können. Einiges los in den Bergen von Wahlberg. So, sie nehmen da hinten Platz. Oh nein, das Auto ist voll anscheinend. Gut, da muss ich leider einen Kollegen rufen. Der soll dann beide gleich mitnehmen. Die Kollegen sind bereits auf Anfahrt. Auf. Trail. Dann sind sie auch momentan frei, bis der Kollege kommt. Jetzt kommst du. Wir müssen uns eine neue Nummertafel besorgen. Vorne fehlt sie nämlich. So, zwei Fahrzeuge kommen. Gut, die fahren jetzt erstmal weg. Und wir fahren wieder weiter. So, wir sind wieder weiter raufgefahren, nachdem wir runtergefahren sind. Unten war nichts los. Jetzt schauen wir uns noch diesen Forstweg an hier. Okay, was ist da los? Da ist ein Bus. Anscheinend stecken geblieben, so wie es aussieht. Okay. Herr Busfahrer, gibt's Probleme? Der Herr Busfahrer haut schon mal ab. Sie müssen nicht abhauen. Abhauen ist kein Ausweg. So, okay, er läuft wieder auf die andere Seite. Ich glaube, das wird ein Spaziergang werden für uns. Oh Gott. Wo ist er denn hingelaufen? Warte, ist er schnell. So, ich habe meinen Taser ausgepackt. Und leider daneben geschossen, so wie immer beim ersten Mal. Ups. Ach. Alter, bleib da stehen. Sie machen es noch schlimmer. Ärgstes Gelände hier am Start. Alter, ich bin so schlecht im Schießen. Bleiben Sie doch mal ruhig stehen, dass ich Sie ordentlich schocken kann. Jetzt ist passiert. Fritz, Zugriff. Zugriff. So, stehen bleiben, Hände hoch. Was sich diese Busfahrer von heutzutage immer erlauben. Nehmen wir mal fest, bitte. So, der Herr. Warum sind sie denn abgehauen? So, Fritz, aus dem Weg. Erstmal brauche ich einen Ausweis. Landon Resiot. Schauen wir gleich mal rein bei Landon. Da ist alles gültig. Hat sogar einen Waffenschein. Und keine Vorstrafen. Na gut, Fritz. Fehlst du mal deine Spezialaufgabe hier? So, Zentrale, was war denn mit dem Bus los? Können Sie das überprüfen? Anscheinend wurde der Bus gestohlen gemeldet. Okay. Gut, er hat tote Schlangen dabei. Warum auch immer. Dann fragen wir mal, ob das sein Fahrzeug ist. Gehört Ihnen der Bus? Ja, aber erst seit ein paar Monaten. Das war eine Lüge. Sie wissen schon, dass der Bus als gestohlen gemeldet wurde. Die Zentrale hat es uns gerade gesagt. Ich sage nichts mehr. Wir bringen ihn mal zum Bus. Da saßen ja, glaube ich, noch Leute drin. Steigen Sie mal hier bitte ein. Da fahren wir da zurück zum Bus. Warum geht die Tür nicht zu? Auch ein Bug. So. Alter, was ist da los? Schießerei. Gott, Schüsse fallen. Wir brauchen sofort Unterstützung. Wer schießt denn da? Noch habe ich gar niemand gesehen. Fritz, hast du was gesehen? Fritz hat ihn im Visier. Ah, da oben. Da ist einer. Lass die Waffe fallen. Gut, einige sind schon da. Zwei Fahrzeuge. Ja. Checkt mal das Gebiet ab, würde ich sagen. Eigentlich wollte ich jetzt noch die Leute abchecken, die hier noch im Bus sind. Können wir mal alle rausholen, glaube ich. Kommt ihr mal raus. Alle aussteigen. Dann können wir das Ding dann mal abschleppen lassen, glaube ich. So, die lassen wir jetzt alle zu Fuß abhauen. Gut, Cobra kann auch wieder gehen. Wunderbar.
Ja, das Ding muss ich noch abschleppen lassen, genau. Das habe ich ja noch gar nicht gemacht. Das wird interessant aussehen auf dem Mercedes-Abschleppwagen. Ja, die Cobra fährt jetzt noch hoch zu der einen Leiche, die Fritz abgeschossen hat. Und da kommt auch schon der Abschleppwagen. Wunderbar, es ist wieder neblig geworden jetzt. Und wir können wieder einen Einsatz reinbekommen. Hier soll ein Typ herumfahren. Oh Gott, was abgestürzt. Ah, wieder so ein Fahrzeug. Sind das die Neureichen, die ihre Lamborghinis und Ferraris hier austesten müssen? Oh, bleiben Sie stehen. Ich brauche Unterstützung. Außer er ist jetzt eingeschossen. Ja, stehen bleiben, stehen bleiben. Ja, Sie können nicht Auto fahren, das sieht man. Außer dem Fahrzeug, raus aus dem Fahrzeug. Fritz, aus dem Weg. Die Dame haut ab. Okay, was ist da passiert? Stopp, 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 stopp. Schön, Hände hoch. Auf dem Boden, die Dame. Gut. Sie werden festgenommen. Verwirrung und Orientierungslosigkeit steht hier. Sind die auch wieder gesoffen oder was? Ein sehr großes Problem in Österreich. So. Gehen wir mal zum Fahrzeug. Ich muss noch die Sirene ausmachen. Kollege, wir können überfahren. Nice gemacht. Aber er hat es noch überlebt. So. Alle, die ich gerufen habe, sind da. So, nimm dir mal fest, bitte. Oder den. Fahrzeug ist auf jeden Fall schon mal Schrott. Alter. Polizeikollegen können ja auch nicht fahren. Oder die Polizeikolleginnen. Zwei Zwillinge hier. Unglaublich. So. Das war ja der Fahrer. Der wird jetzt zuerst mal den Ausweis zeigen hier. Eterion Dragonheart. Okay. Der hat einen Haftbefehl. Schauen wir gleich mal rein, für was der Haftbefehl war. Für Besitz von Drogenutensilien. Mhm. Gut. Der wird dann gleich mal abgeführt. Fritz soll nochmal durchsuchen, ob er noch was Illegales dabei hat. Und das war die Dame Melody Hawk. Schauen wir, was diese am Start hat. Ein paar kleinere Delikte, aber nichts Wirkliches. Er hat eine Pistole dabei. Und eine Mettpfeife. Gut. Da brauchen wir noch einen Kollege, soll sich auch mal filzen hier. Könnte zwar einer von den Damen machen, aber die Damen sind wieder unmotiviert hier. So, der hat eine zerbrochene, geschärfte Leuchtstoffröhre dabei. Auch nichts von Bedeutung eigentlich. Ja, ich würde sagen, nehmt die beiden mit. Und dann ist wieder gut hier. Das Fahrzeug lassen wir abschleppen. Dann ist der. Dann sind die Berge wieder sicher. Gut, Fritz. Wo ist eigentlich unser Fahrzeug? Das ist unser Fahrzeug. Ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Wir sind raus für heute. Und tschüss.